Für die Sims 4 wurde ein neues Update mit kleineren neuen Inhalten wie Möbeln und sogar einem neuen Merkmal veröffentlicht. Alles dazu jetzt! Relativ unspektakulär wurde am Dienstagabend ein neues Sims 4 Update veröffentlicht, welches aber ein neues Feature implementiert hat. Die Entwickler haben jetzt ein System eingeführt, mit dem ihr beim Starten von Sims 4 Belohnungen in Form von Objekten und Merkmalen erhaltet. Bei jedem Einloggen an verschiedenen Tagen könnt ihr insgesamt 10 verschiedene Objekte erhalten, unter anderem eine neue Variante der Dartscheibe aus Zeit für Freunde, einen Kühlschrank mit passendem Mülleimer, eine neue Frisur und sogar ein neues Merkmal, mit dem ihr anfangs langsamer, später aber schneller Fähigkeiten erlernt, sind hier mit dabei. Was man aber dazu sagen muss, kaum eines der Objekte ist wirklich neu. Die Frisur zum Beispiel ist ein Recolor der gleichen aus Hunde und Katzen. Bei der Kette wurde als Basis eine aus Werwölfe benutzt. Hier wurde es sich also wirklich einfach gemacht. Außerdem müsst ihr euch scheinbar jeden Tag einloggen, damit ihr die Belohnung auch erhaltet. Es klingt ein wenig so, als wenn es nicht bei diesem einmaligen Ereignis bleibt, sondern diese Events eventuell öfters zurückkommen werden. Im Notfall wird vermutlich bald eine Mod veröffentlicht, mit der ihr die Inhalte auch ohne das Einloggen direkt im Spiel habt. Das System ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht live. Eine Ankündigung werden wir bestimmt noch die Tage erhalten. Und auch an der Fehlerfront wurde jetzt ordentlich geschraubt. Laut den Entwicklern wurde die allgemeine Spieleperformance wohl ein wenig verbessert. Und insgesamt noch mehr Fehler, die ihr hier im Hintergrund seht, behoben. Die vollständige Liste findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Das ist aber nicht alles. Jetzt wurden auch die neuen Sets angekündigt, die bereits morgen, den 30. Mai, erscheinen werden. Die Inhalte von Riveria Idylle und Gemütliches Bistro habe ich allerdings bereits in einem der letzten Videos zusammengefasst. Schaut also gerne da rein, wenn ihr euch für die beiden Sets interessiert. Und was denkt ihr zum neuen Einlog-Belohnungssystem? Seid ihr auch so ernüchtert vom Update wie ich? Also dann, bis zum nächsten Video.